Thema dieses Films ist die soziale Marktwirtschaft. Der Markt funktioniert in der Realität nicht immer so gut, wie er es nach dem Modell der freien Marktwirtschaft müsste. In der Realität gibt es Marktversagen und auch soziale Ungerechtigkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg formulierte deshalb der Universitätsprofessor Alfred Müller-Armack das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.